Salut Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Grüße aus dem Binus Gym. Heute starten wir mit einem Statement in die News. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch aufgefallen, dass bei unserem letzten Podcast relativ viele Daumen nach unten zu sehen sind. Das lag einfach daran, dass wir uns sehr, sehr deutlich von Attila Hildmann distanziert haben. Und das möchte ich auch nochmal hier mit aller Deutlichkeit machen. Ich kann mit Antisemiten, Faschisten und alles, was in diese Richtung geht, überhaupt nichts anfangen. Und ich will mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Und genauso mit Attila Hildmann. Daher kann er sehr gerne seine Hohlköpfe auf uns setzen, die irgendwie Daumen nach unten geben. So what? Ich muss ganz klar sagen, wenn mich bestimmte Leute nicht mögen, dann habe ich alles richtig gemacht. Und so gilt es auch für mein ganzes Team. Und dementsprechend haben wir echt kein Problem damit, wenn solche Hohlköpfe uns Daumen nach unten geben. Wer uns supporten mag, darf natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Aber für mich persönlich ist es einfach ein bisschen ein kleiner kosmetischer Makel, mehr nicht. Garnicus distanziert sich von Rassismus, Faschismus, alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Ganz, ganz wichtig. Und wenn mich dann und uns gewisse Menschen nicht mehr mögen können, so what? Den Preis zahlen wir sehr, sehr gerne. Und jetzt viel Spaß mit den News. So, Freunde, long time no see. Guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnicus News, wie zuletzt mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Wir hatten eine Woche Pause, jetzt sind wir wieder am Start und haben illustre Themen auf der Agenda. Heute allein wegen der Themenquantität wahrscheinlich in Überlänge, außer der Chris beeilt sich beim Reden. Damit hat er ja hin und wieder als Schweizer so ein bisschen Probleme, um direkt die erste kleine den kleinen Rundumschlag zu verteilen. Aber ich hoffe, dir geht's gut, Chris. Und du bist ready für die News heute. Ja, danke. Ich meine, was du sagst, stimmt ja. Ich gebe mir Mühe, schneller zu sprechen, auch wenn man das nicht merkt. Mir geht es bestens. Ich bin bereit, ja. Gib mir mal ein kurzes Update. Was hat dich die letzten zwei Wochen bewegt? Hast du es ohne mich ausgehalten? Das ist ja, glaube ich, die wichtigste Frage. Ja, der Liebeskummer hielt sich in Grenzen. Ich habe es überlebt. Ich musste am Samstag meine Frau auf den Flughafen bringen, sie muss beruflich bedingt nach China. Das ist so eine spannende Geschichte im Moment. Sie hat, glaube ich, nur ganz wenige Termine. Dieser Aufenthalt wird aber 7 Wochen lang wegen Quarantäne vorher, Quarantäne nachher. Aber das, was ich wirklich spannend fand, wir fuhren an den Flughafen. Flughafen Zürich ist so sehr, wie soll ich sagen, effizient gebaut. Man kann einfach mit dem Auto hinfahren, kann die Leute, die gehen müssen, aussteigen und dann kommt man wieder weg. Das ist auch so dahingehend optimiert, dass man zwar ein Ticket lösen muss mit dem Auto, wenn man in diesen Bereich eindringt, und wenn man dann innerhalb von 5 Minuten wieder draußen ist, kostet nichts. Und dann ab der 6. Minute kostet das, keine Ahnung, 15 Franken, also 13, 14 Euro und aufwärts, irgend so. Normalerweise, ich bin da ein bisschen geübt, schaffe ich das nicht in 5 Minuten hinfahren, ausladen, verabschieden, gehen. Das ist meistens so etwa 7, 8 Minuten. Und jetzt, der Flughafen war einfach komplett leer. Es war einfach, draußen standen keine Autos, beim Check-in-Bereich, wo man hineinsah, keine Leute. Alles, was voll war, war, dass die Pisten sind vollgestopft mit Flugzeugen, die nicht in der Luft sind. Ich fand das irgendwie ganz angenehm, oder? Das sind jetzt so die Corona-Side-Effects wahrscheinlich. Ich fand das ganz angenehm, so wenige Leute, alles einfach hinfahren, ausladen, verabschieden, gehen, ohne Stress, nicht. Die Autobahn ist nicht überfüllt, das ist ein netter Seiteneffekt der ganzen Corona-Geschichte. Ja, vielleicht fiel auch einfach die Verabschiedung nicht ganz so emotional aus und deswegen warst du schneller fertig als sonst. Ja, da ich ein emotionsloser Mensch bin, mehrheitlich, ist die sowieso nie immer sehr ausgeprägt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du Spaß am Flughafen hattest. Ich habe tatsächlich auch ein mehr oder weniger aktuelles Thema, hat sich aber wirklich erst ganz früh heute Morgen ergeben, sozusagen auf meinem Instagram-Profil in den Direct Messages. Ich bekomme da immer noch Fragen, wie man sich ernähren soll. Also ich weiß nicht, warum die Leute mich da als absoluten Guru auserkoren haben. Sprich immer so, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Und die Fragen sind immer von Hobbysportlern.
Ich bin ja auch Hobbysportler, aber es macht mich in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, immer so ein bisschen traurig, weil alles irgendwie versucht wird zu komplizieren, unter anderem wahrscheinlich auch aufgrund von Influencern, die natürlich immer für jede Misere den heiligen Gral gefunden haben sozusagen. Aber ich wollte das mal loswerden, also die Message, dass man nicht alles so verkopft angehen sollte. Also ernährt euch bewusst, ernährt euch gesund, geht regelmäßig ins Training und habt Spaß dabei. Es gibt nicht den perfekten Weg, auch wenn ihr den immer haben wollt. Und ihr müsst ihn auch nicht suchen. Einfach mal dem Prozess vertrauen, alles ein bisschen lockerer sehen. Pareto-Prinzip, habe ich mir sagen lassen, funktioniert auch im Kraftsport. Du wirst es bestimmt bestätigen können. Ja, kann ich bestätigen. Aber ich verstehe natürlich die Leute, die dich fragen. Man weiß, wie viel Gramm Eiweiß man nehmen muss. Aber wenn man dann das von einer Person wie dir dann nochmals bestätigt bekommt, dann gibt das schon ein ganz anderes Gefühl. Also da kann ich mit deinen Fanboys und Fangirls da ein bisschen mitfühlen. Ja, Fanboys will ich nicht sagen. Ich sag meine kleine eigene Community, die langsam aber stetig wächst. Wir kommen aber auf diese Bestätigung nachher nochmal zu sprechen, weil das wird in irgendeinem Thema sicherlich noch vorkommen, dass die Leute da auch gerne die Bestätigung hören wollen für etwas, was eigentlich offensichtlich ist. Bevor wir aber heute in die News-Themen einsteigen, kleines Update aus dem Garnicus Shop. Mittlerweile ist der alte Shop abgeschaltet. Wir haben ja quasi 2 Wochen Pause gehabt jetzt. Das bedeutet, ab sofort sind unsere Supplements nur noch über garnicus.de/shop erhältlich. Ich hatte das schon das eine oder andere Mal gesagt. Die Produkte sind quasi im Magazin integriert und ihr habt sozusagen alles auf einer Stelle, um nach Lust und Laune entweder Artikel zu lesen oder eben natürlich zu shoppen, unter anderem dieses Format hier zu unterstützen, weil wir schalten keine Werbung mehr auf die YouTube-Videos, was eventuell sich bald ein bisschen ändern könnte, weil YouTube hat die Richtlinien verändert. Ich bin da noch nicht ganz so drin, habe letzte Woche nur die E-Mail gesehen. Also anscheinend kann YouTube jetzt auch Werbung schalten, wenn man die Monetarisierung aus hat, aber ich hoffe das nicht, weil es ist ja auch zu euren Missgunsten sozusagen. Wie gesagt, garnicus.de/shop ist die Adresse der Wahl, wenn es um Supplements geht. Warenbestand ist derzeit auch sehr gut gefüllt, wie ich sehe. Und alles, was aktuell nicht da ist, wird meines Wissens nach spätestens bis Ende der Woche auch wieder eintreffen. Wenn es nicht so ist, gebt mir die Schuld. Das als kleiner Schwenker zu Garnicus Original. Und wenn du bereit bist, Chris, können wir uns dem ersten Thema widmen. Feuer frei. Wir starten heute mit einer erfreulichen Nachricht und zwar gibt's wieder einen neuen deutschen IFBB Pro, dieses Mal tatsächlich in der offenen Klasse. Vor wenigen Tagen hat nämlich Anton Bippus sich mit einem Gesamtsieg in Russland das Anrecht zur Beantragung der Pro-Card gesichert. Ich sage das bewusst so, weil der Anton die Profilizenz wohl gar nicht direkt beantragen will. Wahrscheinlich, um erstmal Verbesserung zu erzielen und um maximal konkurrenzfähig zu werden sozusagen. Ich finde es sympathisch und irgendwo auch demütig, weil man kann ja definitiv nicht leugnen, dass es heutzutage leichter ist, eine Pro-Card zu bekommen, als es vor 5 Jahren der Fall war. Dazu kommen dann die dezimierten Teilnehmerfelder in der aktuellen Situation. Du selbst bist ja auch Weltmeister im Powerlifting. Kannst das aber auch ganz gut so für dich einordnen. Siehst du da Parallelen zum Bodybuilding aktuell? Und was sagst du zur Pro-Card von Anton Bippus allgemein? Ich denke, ich kann das schon ein bisschen einordnen. Es ist aber schon ein bisschen schwierig in dem Sinn, Powerlifting gibt es nicht wirklich eine Profi-Szene. In Amerika gibt das schon, aber so in Europa gibt es das nicht. Ich denke, wenn man jetzt einen Weltmeister im Powerlifting vergleicht und einen Weltmeister im Bodybuilding, wenn man jetzt mal von der Leistung absieht, einfach von der erbrachten Leistung, denke ich, hat der Bodybuilder schon noch die größere Strahlkraft. Also ich sage das natürlich aus Powerlifting-Sicht, leider ist das so, aber ich denke, ich mit meinen bescheidenen Weltmeistertitel würde es niemals irgendwo in eine News-Headline schaffen, dort aufzutauchen, weil das einfach schon noch von der Bedeutung unter dem Bodybuilding ist, das muss man ganz klar sagen. Denn als ich den Artikel las in Vorbereitung zu dieser Sendung, sagte mir der Name so nichts, russischstämmiger Deutsche irgendwie so, habe dann da weitergelesen und dann die Bilder gesehen und dachte ich, Moment, den habe ich schon mal gesehen und zwar in einem Video mit David Hoffmann.
Und ich fand, der hat offenbar ein eigenes Studio, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Das, ich finde das ganz ein sympathischer, eben so, macht einen bescheidenen Eindruck, hat damals schon einen bescheidenen Eindruck gemacht, scheint auch nicht auf den Kopf gefallen zu sein, hat da, glaube ich, kurz vor Corona sein Studio eröffnet und hat da im business-tauglichen Vokabular gesprochen darüber, was es da so zu tun gibt, um sowas wie Corona zu überleben. Hat also sehr vernünftig geklungen. Und ja, das, was du auch noch angesprochen hast, es waren halt nur 3 Teilnehmer, wenn ich das richtig sah, in dieser Gewichtsklasse oder im Schwergewicht, wo er mitgemacht hat. Wenn ich mir aber die Bilder so anschaue, und vielleicht, wir reden ja nachher noch über Emir, wenn ich ihn jetzt so mit Emir vergleiche, muss ich sagen, macht auf mich den Eindruck eines kompletteren und, ich sage jetzt mal, besseren Bodybuilders als zum Beispiel Emir. Und Emir ist ja kein schlechter. Also ich denke, der Anton ist, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber wird ein paar Jahre älter sein. Er hat ja auch schon den einen oder anderen Erfolg zu verbuchen gehabt. NAC-Weltmeister, glaube ich, 2-mal. Und er ist einfach schon reifer, das sieht man. Bescheiden ist das richtige Wort, das du da gefunden hast. Ich habe Demut verwendet, aber es ist, glaube ich, so sehr ähnlich. Ich finde das eigentlich relativ cool, wie er an die Sache rangeht. Respektabel vor allem, finde ich, immer, wenn sich jemand jetzt in der Zeit auf einen Wettkampf im Ausland vorbereitet. Jetzt ist quasi auch so die Gunst der Stunde, um sich Pro-Cards zu holen, die sonst eigentlich nicht möglich wären. Wie gesagt, ich erachte das auch als super sympathisch, wie der Anton das selbst zumindest durch die Blume einordnet. Ich will es auch gar nicht abwerten, weil im Endeffekt bin ich auch irgendwo der Meinung, dass man in so eine IFBB-Pro-Rolle reinwachsen kann, wenn man bereit dazu ist, also die Entbehrungen und die Investments zu tätigen. Dementsprechend also von mir herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, jetzt gilt es halt einfach, diese nötigen Kilos aufzubauen, um konkurrenzfähig zu sein in der Zukunft. Wie lange das dauert, ich glaube, das kann man so in den meisten Fällen gar nicht richtig sagen, je nachdem, wie entschlossen und akribisch man dann darauf hinarbeitet, so als Wink mit dem Zaunpfahl, wenn man die Büchse der Pandora eben noch ein bisschen weiter öffnet. Der Wettkampf fand ja auch in Kaliningrad statt, wenn ich das richtig gelesen habe. Eine geschichtsträchtige Stadt. So ein bisschen. Eben als Königsberg, oder? Ich denke, ja. Und er meinte ja noch so, dass wenn ein Profi-Wettkampf nächstes Jahr in Kaliningrad stattfinden würde, würde er wieder dort teilnehmen, weil das auch seine Geburtsstadt ist und viel von der Familie dort waren und so weiter. Also eben dieses sympathische Bild, das er da projizierte, das hat sich auch in dieser Aussage so abgerundet. Ja, kam überraschend für mich. Also ich hatte das so gar nicht wirklich auf dem Schirm, aber ändert ja an der Leistung nichts. Deswegen auch von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass es einen weiteren deutschen IFBB Pro gibt. Wir machen in der Ecke direkt weiter, weil du hast es schon angesprochen, im Gegensatz zu Anton Bippus hat es Emir knapp verpasst, sich die Pro-Card zu holen. Emir Omeragic war eine Woche zuvor schon in Polen am Start und wurde Zweiter in seiner Klasse, sprich hat letzten Endes gegen den späteren Gesamtsieger den Kürzeren gezogen. Das müsste man an der Stelle auf jeden Fall mal erwähnen, weil ich glaube, da muss man sich dann gar nicht so schlecht vorkommen unterm Strich, auch wenn es ärgerlich ist. Jetzt geht es für Emir weiter in Portugal und selbst wenn es da nicht klappt, für mich steht eigentlich fest, dass wir mit ihm in naher Zukunft den nächsten deutschen IFBB Pro sehen werden. Vielleicht nicht der nächste, aber einer der nächsten. Wie schätzt du das ein? Was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass auf jeden Fall auch da respektabel ist, sich in der jetzigen Zeit auf Wettkämpfe im Ausland vorzubereiten, weil Emir war auch oder wollte nach Russland vor 3 oder 4 Wochen und konnte nicht einreisen, war eigentlich schon fertig und war dann irgendwie auf Reisen im Hotelzimmer fertig für den Wettkampf und musste das dann verschieben auf eine Woche später. Im Unterschied zu anderen deutschen Nachwuchshoffnungen und Bodybuilding-Größen nehme ich irgendwie diese Geschichte ab, dass das da irgendwas nicht klappte und nicht, dass es an mangelnder Vorbereitung oder Wille lag. Das klang sehr plausibel und er ist auch vom Typ her
ich finde ihn so ein, er ist so ein Gradliniger. Er ist, ich habe so, sogar das Gefühl, dass er so in seinem Film ist, dass ihm vielleicht fast zu wenig nebenbei interessiert. Gefühlt jedes Mal, wenn ich auf seiner Instagram-Seite bin, hat er einen neuen Sponsor. Also da erkennt man auch so ein bisschen, die Bindung zum jeweiligen Sponsor ist wahrscheinlich so nicht die größte. Da geht es wahrscheinlich vor allem darum, um das nötige Kleingeld zu erhalten, um seinem Beruf nachzukommen. Oder er betreibt ja das professionell im Sinne von, er hat kein anderes Einkommen, dem er nachgeht, so viel wie ich weiß. Emil finde ich insofern spannend. Es gibt so auf YouTube gibt es ein Interview mit ihm und Bernd Breitenstein, dem Mr. Natural Bodybuilding von Deutschland, als er da mit 16 oder so Juniorenmeister, deutscher Meister oder sowas wurde. Da sieht man die Metamorphose, die er dann nachträglich durchgemacht hat. Aber ich habe auch so das Gefühl, Amy hat so vom Potenzial her, der ist noch körperlich noch lange nicht am Ende. So wie ich das als absoluter Laie sehe, hat er so ein bisschen Schwächen in den Beinen noch, die es auszugleichen gilt. Aber Oberkörper, das sieht, finde ich, sehr gewaltig aus. Das ist, wenn ich nicht täusche, ist er 22 Jahre alt. Ist jung, halt schade, Fall, dass, ja. Sehr jung. Ist halt schade, dass er das Gefühl 25. Mal den zweiten Platz holt und die Karte, diese Pro-Karte nicht holt, obwohl es immer groß angekündigt wurde, jetzt hole ich. Aber da, ich glaube, da hat man halt das auch nur bedingt in den Händen. Was bei Emir halt auch noch immer für Gesprächsstoff sorgt, ist sein Trainingsstil. Und da ich mich gerne mit solchen Dingen befasse, habe ich mir zu seinem Trainingsstil lange überlegt, ist das gut, ist das schlecht, funktioniert das nicht. Ich habe das Gefühl, also die Spannung ist ja trotzdem auf der Muskulatur, auch wenn er da mehr olympisches Gewicht heben im Ansatz macht, als irgendwie da eine konzentrierte Bewegung. Ich denke, der Reiz kommt trotzdem an. Ob das für die Gelenke schädlich ist oder nicht, möchte ich gar nicht so a priori entscheiden, ob das wirklich so schlecht ist. Kontrollierte Ausführungen wären sicher langlebiger, könnte ich mir vorstellen, oder das Risiko ist sicher kleiner, aber und ich bin ja da schon ein bisschen ein Fanatiker, was Ausführungen betrifft, aber ich glaube auch so, und das zeigt er ja, kann Muskulatur im Übermaß aufgebaut werden, zumal wahrscheinlich vor allem andere Parameter in diesem Umfeld entscheiden, ob die Muskulatur wächst oder nicht. Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, dass es funktioniert, sonst würde er nicht so aussehen, wie er aussieht. Meinst du, es gibt diese Leute, die mit diesem Trainingsstil, wenn er den so fortführt, eine ganze Karriere beschreiten können? Oder ist da eigentlich unweigerlich vorprogrammiert, dass es irgendwann zu einem Umdenken kommen muss? Ich denke jetzt da an Dexter Jackson, auch der hat irgendwie so gerade am Ende seiner Karriere irgendwann umdenken müssen, was Training und Ernährung angeht. Glaubst du, sowas ist einfach auch so ein bisschen jugendgetrieben und da wird so mit 30 dann vielleicht ein anderer Weg eingeschlagen, weil wenn ich mir überlege, was ich mit 22 gemacht habe, würde ich jetzt so auch nicht mehr machen heutzutage, aber es gibt ja Leute trotzdem, bei denen funktioniert das, bei mir hat es nicht funktioniert, obwohl ich wahrscheinlich doch nicht mal so ruckartig trainiert habe, aber es kann ja wahrscheinlich auch gut gehen, wenn du da genetisch prädestiniert dafür bist. Ich denke, man müsste es da genau analysieren mit einem, der in Biomechanik da das nötige Verständnis hat, ist überhaupt mehr Belastung auf den Gelenken drauf, weil ein Gelenk kann ja nicht einfach viel mehr aushalten, als für das, was designt ist oder wie es gewachsen ist. Und durch das, dass er nimmt zwar viel Gewicht, aber die Hebel werden entsprechend kleiner und ich weiß nicht, ob die Drehmomente auf den Gelenken wirklich größer sind, obwohl er da gigantische Gewichte dazu verwendet. Oder wenn man, ich habe so ein Trainingsbuch, so Trainingsmethoden DDR, so geht es aber vor allem um Kugelstoßen und die haben das akribisch analysiert. Und dort drin ist zum Beispiel selber aufgeführt, dass fliegende Wiederholungen, also so fliegende für Brust, so Flachbank, mit 10 Kilo oder so bei entsprechender Armlänge die gleiche Belastung auf Schultergelenk und auf Brustmuskulatur ist wie 200 Kilogramm Bankdrücken, weil du einfach so einen anderen Hebel hast. Mhm. Und darum finde ich es schwierig zu sagen, dass jetzt es sieht natürlich schon so aus, als ob das für die Gelenke nicht so sauber sind. Aber auch ein Gelenk
das wächst unter der Belastung, oder das wird Kollagen aufgebaut. Also ich sage, ich würde niemandem raten, so zu trainieren, niemals, oder? Aber ob das wirklich jetzt einfach nur schlecht ist, das kann ich nicht sagen. Ich meine, wenn man Branch Warren anschaut, dann ist das ja auch, oder? Da fallen mir die Haare aus, wenn ich das sehe. Aber der Muskulatur war es ja offenbar nicht abträglich. Ich denke halt, wie gesagt, es spielt gar keine Rolle, ob man so wie heißt der, Tobi da mit Muskelgefühl und 3 Kilogramm beim Bizeps Curl in der Hand und ein Gesicht machen, wie wenn es 100 wäre, oder so wie Branch Warren trainiert, wenn die anderen Parameter rundherum stimmen, dann wächst du einfach. Ja, ich will auch gar nicht den Richter spielen, da geht es ja auch um Spaß und das scheinen die Leute ja definitiv zu haben, da sind wir dann wieder am Anfang von der Folge. 2. Platz war auf jeden Fall bitter jetzt in Polen, jetzt geht es aber weiter in Portugal und ich bin eigentlich zuversichtlich, muss ich sagen. Emil ist für mich so eine Art zweiter Roman Fritz, also der will das wirklich und der opfert sich voll dafür auf, da wird keine Mahlzeit, kein Training verpassen, alles dem Endziel untergeordnet quasi. Wäre jetzt nicht meine Lebensausrichtung, aber ich habe dafür halt maximalen Respekt und ich gucke es mir auch gerne an. Ich habe auch das Gefühl, er ist einer von den in Deutschland startenden Nachwuchshoffnungen, die am meisten Potenzial haben oder sicher viel Potenzial, habe ich so den Eindruck. Ja, sehe ich auch so. Also es ist ja immer auch viel Disziplin, Wille und einfach die Einstellung zu dem Ganzen. Und wenn ich höre und sehe, was Emil da macht, das ist schon in diesem Teilbereich sehr, sehr vorteilhaft. Einfach, keine Ahnung, Kopf ausschalten, geradeaus gehen und immer weitermachen, bis die Erfolge kommen. Und dann steht ihm eigentlich, wenn er verletzungsfrei bleibt, nichts im Wege. So, schon vor 2 Wochen, also gerade an dem Wochenende von Emirs Wettkampf, ging auch die New York Pro über die Bühne. Der erste richtig prestigeträchtige Wettkampf im professionellen Bodybuilding für dieses Jahr. Ich habe mich gefreut und mir das Ganze natürlich auch im Livestream angeschaut. Am Ende gab es ein Duell, das glaube ich so doch keins war, zwischen Nick Walker und Justin Rodriguez, der die Woche davor spontan, aber trotzdem verdient, die Indie Pro gewonnen hatte. Mich würde vor allem deine Einschätzung zu Nick Walker interessieren, weil du ja jemand bist, der im Gegensatz zu mir nicht oder nur sehr wenig, nicht mehr so viel wie früher in der Bodybuilding-Richtung unterwegs ist. Was sagst du zur Form von Nick Walker, wenn du dir das anguckst? Ich habe mir das tatsächlich angeschaut. Ich bin natürlich immer wieder beeindruckt, weil ich habe noch so die Bilder von Anfangs 90er im Kopf. Bin natürlich immer wieder beeindruckt, wie trocken die Leute im Vergleich zu damals sind. Oder also Anfangs 90er war das wirklich noch ein bisschen anders. Ich glaube, wenn jemand Anfangs 90er da auf die Bühne stehen würde mit so einer Form, würde man sagen, der ist off. Der wäre viel zu wässrig und weiß ich was. War der eine oder andere jetzt in New York auch? Also würde ich so sagen zumindest. Jetzt habe ich mir diesen Nick Walker angeschaut und auch verglichen mit den anderen. Ich wäre so spontan auf das gleiche Resultat gekommen, hätte ihn also auch auf 1 gesehen. Was mir aber aufgefallen ist bei diesem Walker, ist, dass das Verhältnis zwischen Oberkörper und Unterkörper so ein bisschen Richtung asiatischen Gewichtheber geht, also sehr kurze Beine, die wirken dann auch so ein bisschen, also er wirkt für mich so ein bisschen quadratisch, also mir fiel so ein Quadrat ein. Es macht den Anschein, als ob so in Hüftregion er breit ist. Ich kann gar nicht sagen, ob das wirklich so ist oder ob das nur so scheint, weil die Beine relativ kurz sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er für die ganz große Karriere halt sich die falschen Eltern ausgesucht hat. Er ist schon ein bisschen breit in der Hüfte, aber was ich sagen muss, er hat das Posing technisch sehr, sehr gut korrigiert mittlerweile. Und hat da einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht zur Chicago Pro. Dort hat er, glaube ich, letztes Jahr sein Debüt gegeben. Für mich war eigentlich auch im Prejudging direkt klar, dass das ein deutlicher Sieg wird für Nick Walker. Wirklich, also eine absolute Bombenform, die er da auf die Bühne gezaubert hat, gibt es für mich überhaupt nicht zu meckern. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, mehr davon zu sehen. Für mich ist es auch so einer mit wirklich Zukunft. Also der auch auf dem Olympia eventuell dieses Jahr schon Top 5, Top 6 knacken kann. Es ist ja am Ende die Illusion, die du kreierst. Und wenn du eine breitere Hüfte hast, Jack Cutler war ja auch so ein Fall, er muss halt auch breitere Schultern haben. Und für mich in dem Alter, obwohl er eigentlich sehr, sehr lange belächelt wurde so in der Szene, auch immer von Boston Lloyd da so den einen oder anderen Seitenhieb abbekommen hat,
immer einfach auf Durchzug geschaltet, weitergemacht und jetzt kurz New York Pro gewonnen. So, keine Ahnung, dreiviertel Jahr nach dem Erlangen der Pro-Card, für mich absolut verdient. Geiles Paket, Justin Rodriguez verdient Zweiter. Wen ich ein bisschen quadratischer finde als Nick noch, ist der Hassan Mostafa. Dritter Platz war für mich okay, ging aber ja auch so ein bisschen als Favorit mit in die Show, aber für mich gefühlt nicht fertig. Und ja, zu Blessing Awodibu kann ich eigentlich nicht mehr sagen als letztes Mal. Viele Worte, keine Taten. Der hat ja im Vorfeld mit Nick Walker so ein Techtelmechtel angefangen über Social Media und da überhaupt nichts drauf folgen lassen, was auch nur im Entferntesten damit in Verbindung gebracht werden könnte, dass er da eine Chance gehabt hätte an dem Tag. Also das hat, glaube ich, der Nick Walker ohne großes Gelaber einfach für sich entschieden und gezeigt, dass halt am Ende dann doch die Form auf der Bühne zählt und nicht das, was du vorher eventuell auch durch prominente Unterstützung von Kai Greene dann im Internet rumposaunst. Ja, ich glaube, er hat mit Blessing den Boden gewischt, oder? Ja, definitiv. Also das ist eine ganz klare Sache und auch da für mich wieder so ein bisschen geschenkt, die Platzierung für Blessing. Aber am Ende, wer gewinnt, daran erinnern sich die Leute und der Rest ist so mehr oder weniger egal. Vor einigen Monaten schon hat sich Iron Mike seine Gyno zumindest augenscheinlich entfernen lassen. Ich kann es absolut verstehen, weil es einfach doof aussieht und einen dann selbst auch immer unterschwellig nervt, auch wenn es vielleicht außenstehende, nicht Bodybuilding-affine Menschen nicht so sehen. Problem war jetzt nur, dass sich Mikes Vermutungen bestätigt haben und nicht alles, was wegoperiert werden sollte, auch wegoperiert wurde. Er wurde da so ein bisschen falsch beraten und in dem Glauben gelassen, dass man seine Gyno auch, wie soll ich das am besten ausdrücken, weniger invasiv behandeln könnte, also ohne Schneiden großartig. Das war aber nicht der Fall und das Ende vom Lied ist jetzt, dass er erneut unters Messer muss. Ich glaube sogar am morgigen Donnerstag. Willst du mal deine Sichtweise zu der Thematik darlegen? Haben wir uns nicht noch drüber unterhalten, dass das Ergebnis der OP zumindest so außenstehend nicht zufriedenstellend aussieht? Ja, ich habe dich gefragt, hat er nicht die Gyno operiert? Weil für mich das noch so ein bisschen nach Gyno aussah, also jetzt nicht eine extreme, nicht so wie Columbo, der irgendwie mit der Mega-Gyno Olympiasieger wurde. Aber das sah schon ein bisschen aus. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe so ein bisschen, also für mich ist der so der Instagram Bodybuilder und nicht der Wettkampf-Bodybuilder. Ich glaube, er hat schon mal irgendwie so einen Badehose-Wettkampf gemacht, aber ich glaube, er hat jetzt nicht mehr groß vor, da auf der Wettkampfbühne da etwas zu reißen. Und dann kommt halt für mich immer so ein bisschen die Frage auf, warum nimmt man den Scheiß dann überhaupt, den man nehmen muss, wenn man Wettkämpfe bestreiten will? Und das ist für mich komisch, oder? Er prägt ja so ein bisschen den Ausdruck ästhetisch und brachial. Mir soll mal einer bitte erklären, was das ist, oder? Da hat ja immer jeder eine andere Vorstellung davon. Aber wenn ich mir ihn jetzt so anschaue, so wie in der Form, in der er jetzt ist, ich finde das jetzt nicht so übertrieben muskulös für die Anzahl Medikamente, die er angeblich genommen hat, gemäß eigener Definition. Und ich glaube, er ist auch nicht mehr ganz auf diesem Stack, so wie er sagt. Aber nur schon, da ist ja schon HGH und Insulin mit dabei. Und für mich ist so, Insulin ist für mich so Jean-Pierre Fuchs, oder so. Jean-Pierre Fuchs hat dann irgendwann angefangen mit Insulin. Und ich meine, wenn Jean-Pierre Fuchs zu seiner Bestzeit in den gleichen Raum kommt wie Iron Mike ist, dann sieht man Iron Mike nicht mehr. Da vergisst man, dass er in diesem Raum war. Oder das sind ja komplett andere Dimensionen. Und ich verstehe da nicht, warum das da schon so mit hochpotenten, in meinem Verständnis, Medikamenten gespielt wird, um da ästhetisch und brachial für Instagram zu sein. Also ich glaube also schon, dass er nochmal einen Wettkampf machen will. Also so habe ich es zumindest im Kopf. Okay. Ja, ich glaube schon, ja. So habe ich es zumindest im Kopf. Also korrigiert mich auch in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Ja, also irgendwie hoffe ich das fast, dass er einen Wettkampf macht, weil sonst sehe ich da, also ich persönlich sehe ich da wirklich keinen Nutzen, wenn man sich so mit Medikamenten zufeuert. Auch wenn, das finde ich auch immer so lustig, muss man halt ein Blutbild machen. Ein Blutbild ist nicht eine Maßnahme, um gesünder zu werden, sondern ein Blutbild widerspiegelt die aktuelle Situation.
das kann dann schon zu spät sein. Und wir wissen ja gar nicht, oder die Leute wissen ja gar nicht, was der Konsum sich auswirkt in 20 Jahren. Den Spruch, ich lebe jetzt und lieber jetzt leben und dann mit 40 sterben, jeden, den du fragst mit 40, sieht das anders, oder? Also wir können gar nichts, wir haben diesen Horizont gar nicht. Ist natürlich schade, dass für ihn persönlich, dass die erste Operation da offenbar die falsche war und dass er jetzt nochmals unters Messer muss. Also nicht falsch verstehen, ich habe da keine Schadenfreude oder sowas. Ich stelle einfach sein Influencer-Dasein grundsätzlich in Frage. Das ist halt einfach nicht meins. Ja, also ich glaube, die Gyno, die ist auch schon entstanden, noch weit bevor da die großen Stacks aufgefahren wurden, einfach aus Unwissenheit damals, hat er damals auch im Podcast erzählt, wenn ich mich recht erinnere, bei uns. Deswegen, sowas kann immer mal passieren, glaube ich. Also das hätte jetzt auch mir passieren können bei ganz geringen Dosierungen. Ich finde es auch als Selbstexperiment nicht so verwerflich, das zu machen. Also wenn du einfach Interesse an diesen leistungssteigernden Substanzen hast und die an dir selbst ausprobieren willst, ist halt immer eine Frage, wie man es kommuniziert. Er kommuniziert sehr transparent und zeigt ja auch, was es für Nebenwirkungen haben kann. Ich will auch gar nicht drauf rumhacken jetzt, weil ich weiß, dass Mike diese Gyno-Geschichte jetzt selbst am meisten ankotzt. Man muss sich ja irgendwo auch auf den Arzt verlassen, wenn man sich in Expertenhände begibt. Ich will jetzt auch nicht das Unternehmen namentlich nennen, sonst gibt es vielleicht Ärger, aber meine Freundin würde jetzt sagen, dass man da zumindest vorsichtig sein sollte. Ist so ein bisschen wie wenn du dir in, keine Ahnung, in einem Discounter vom Discounter einen Toaster für 8,99 holst und da darfst du dich dann auch nicht wundern, wenn der nach zweimal Nutella-Toast irgendwie einen Geist aufgibt. Ist jetzt natürlich super überspitzt dargestellt, also wenn du das siehst, Mike, absolut kein Front. Ich hätte da sicher auch erstmal vertraut, weil am Ende gehst du dorthin und das ist ein Chirurg und der sagt dir, ey, pass auf, ich mache das minimalinvasiv. Dann sagst du auch, ja, ist cool, weil ich möchte jetzt auch keinen Schnitt haben oder so. Und lange wurde ja auch gedacht, das ist einfach so restliches Narbengewebe, was sich wieder auflöst. Ist es jetzt leider nicht. Ich wünsche dir, Mike, da auf jeden Fall, dass der zweite Eingriff positiv verläuft und du dann bis zum Sommer das Ganze hinter dir lassen kannst, weil ich weiß selber, wenn du dann nochmal operiert werden musst, obwohl du nicht damit gerechnet hast, das ist nie cool. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass der Gyno-Zusammenhang einfach schon so weit in der Vergangenheit liegt, dass das, was man jetzt an Wissen dazu gelernt hat, einfach nicht mehr das widerspiegelt, was man sieht. Und ich glaube, das will er auch beheben. Gyno sieht immer scheiße aus. Obwohl die meisten Leute, die du jetzt fragen würdest, irgendwie im Freibad, die würden das nicht sehen. Bin ich mir relativ sicher. Ja, ja, vor allem, ich glaube, wenn er die Arme unten hat, dann sieht man das kaum. Und vor allem, er hat ja dann eine muskulöse Brustmuskulatur und dann, also ich glaube auch nicht, dass man das, dass das jemand wahrnehmen würde. Ja, also an der Stelle auf jeden Fall alles Gute für die OP. Ist, glaube ich, morgen am Donnerstag. Deshalb, ich hoffe, dass da alles glatt geht und da nicht noch irgendwie ein dritter Eingriff dann eventuell bei einem anderen Chirurg in einem anderen Unternehmen stattfinden muss. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. In einem amerikanischen Gym haben sich vor kurzem hormongeladene Spannungen entladen, wenn man das nett umschreiben möchte. Hauptprotagonist in der Sache war IFBB Pro Guy Cisternino, der sich von anderen Trainierenden in seinem Fokus gestört gefühlt hat und kurzerhand zur Verbalattacke ansetzen musste. Er wurde fast gedrängt, hat man so den Anschein gehabt. Wir spielen das Video an der Stelle vielleicht einfach mal ein, dass ihr euch noch mal ein Bild davon machen könnt. Guys, 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 you gotta cut that shit out. Not in front of me. Bro, the fuck is him, bro? Yeah, do it to the side, not in front of me. Bro, don't fucking play games. I will fucking watch that. I'm not playing games, bro. I just asked to move to the fucking side. That's all I asked. I said, can you please move to the side? Da wurde es auf jeden Fall kurz brenzlig und unübersichtlich, wie das Ganze eventuell ausgehen könnte. Wie wertest du denn die Situation? Das würde mich mal interessieren. Hast du vielleicht auch so eine kurze Zündschnur im Training, wenn du gerade fokussiert die Basics machst? Nein, habe ich nicht. Darum bevorzuge ich so in kleinen Gyms
Functional Gyms zu trainieren, wo es per se nicht viele Leute hat und wo, ich sage jetzt mal, das Mindset eher auf Training ausgerichtet ist als auf Instagram. Also ich habe mir den Artikel gelesen zuerst und ich habe dann das Video angeschaut, das ging an mir vorbei. Und dann, als ich das Artikel las, dann klang das entsprechend dramatisch, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sah ich das Video und dann dachte ich, es ist ein Sack Reis in China umgefallen. Das ist etwa die gleiche Tragweite. Weil er ist jetzt da nicht komplett ausgerastet. Da wurde er dann ein bisschen laut und hat die anderen zurechtgewiesen. Aber ich dachte schon, der ist irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen auf die los. So schlimm war es nicht, fand ich. Deshalb erstaunt es mich so, dass das Video so ein großes Echo erfuhr. Offenbar hat er sich ja genötigt gefühlt, dann noch da irgendwie ein 5 Stunden Livestream oder irgend sowas zu machen. Aber zur Thematik als solches. Ich kann ihn verstehen. Wenn er da konzentriert was macht und irgendwelche Leute albern rum, die im Blickfeld sind, dann ist das störend. Und ich kann jetzt nicht beurteilen, ob die was gemacht haben, dass es verdient hat oder dass das störwürdig war. Das kann ich nicht beurteilen, aber das ist ja sein individueller Maßstab. Oder ihn hat das offenbar gestört. Und ich finde, man sollte da ein bisschen Rücksicht auf die anderen Personen nehmen. Und offenbar hat er sie ja schon vorgewarnt und die wollten einfach es nicht hören. Also da habe ich großes Verständnis für ihn. Dass seine Zündschnur ein bisschen kürzer ist als von anderen Leuten, das lässt sich wahrscheinlich irgendwie medizinisch auch erklären. Ja, also ich hätte wahrscheinlich jetzt auch mich nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, das wäre übertrieben gewesen, aber ich bin eigentlich so komplett bei dir, weil jeder, der schon mal wirklich fokussiert trainiert hat, auch mit schweren Gewichten, wo es einfach auch verletzungsanfällig wird irgendwann, und der war ja da in der Hackenschmidt mit schon gut beladenen Gewichten am Start, deswegen, ich kann es auch voll nachvollziehen, und wenn man ihm jetzt Glauben schenken mag, dass im Vorfeld schon gesagt wurde, ey Jungs, seid mal ein bisschen leiser, ich trainiere hier wirklich ernsthaft, und es da schon ein Vorspiel gab, dann, also ich will jetzt nicht sagen, es war gerechtfertigt, da so auszurasten oder aus der Haut zu fahren. Man kann es sicher auch anders lösen, aber in dem Moment, du gehst ja, das ist ein IFBB-Pro, das ist dem sein Job. Der geht im Training, wenn du das richtig machst, geht der in den Krieg, um da sein Gefecht auszufechten irgendwo und besser zu werden. Und wenn dich dann irgendwelche Leute daran hindern, maximale Leistung zu bringen, dann fühlst du dich irgendwie ja einfach nicht verstanden und geärgert, absichtlich irgendwie unterbrochen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, in deinem Büro arbeitest und den ganzen Tag macht jemand laut Musik und du kannst einfach dein Pensum nicht schaffen, fühlst du dich auch genötigt, eventuell was zu sagen, und nichts anderes ist das. Das ist halt ein IFBB-Pro. Der geht dort nicht hin, um ein bisschen Spaß zu haben mit seinen Jungs, wie die anderen dort, sondern der macht da seinen Job und es ist wichtig für den, und das hat er zum Ausdruck gebracht. Ich fand es auch nicht so wild, hat aber auch international echt richtig, richtig große Wellen geschlagen, muss man sagen. War auch, kann ich an der Stelle sagen, der bestgeklickte Artikel letzte Woche. Ich finde, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht. Einzige, was ich noch anfügen möchte, also einerseits, ich würde das alles so unterschreiben. Ich fand es natürlich lustig, dass sein Hampelmann nebenan ihm bei jeder Wiederholung, schon ab der ersten Wiederholung geholfen hat. Das verstehe ich einfach nicht, oder? Aber das hat man mir gesagt, das macht man im Bodybuilding so. Ich verstehe es immer noch nicht. Man hat es mir auch erklärt. Ich kann es immer noch nicht verstehen, aber egal. Und was ich halt da sehr, sehr, und vielleicht ist das, weil ich Schweizer bin, ist das so, aber ich finde, man muss tolerant sein und auf andere Leute Rücksicht nehmen. Und auch wenn es nicht sein Studio ist und er nicht das alleinige Recht dort drin hat, zu machen, was er will, wenn er zu den Leuten hingeht und sagt, hey, bitte nicht, und das hat er ja offenbar im Vorfeld, bitte nicht, dann können diese zwei Jungs sich auch 2 Minuten mal die Füße stillhalten und nachher wieder den Affen machen, auch wenn sie das rechtlich gesehen oder so nicht müssten. Aber wenn er schon fragt und darum bittet, dann finde ich, soll man Rücksicht nehmen. Die sind dann auch froh, wenn vielleicht andere Leute mal auf sie Rücksicht nehmen. So ein bisschen Toleranz und Rücksichtnahme aufeinander, finde ich, ist halt sehr, sehr angebracht. So ungefähr vor 2 Wochen hat Görki in einem neuen Video gegen Fake-Influencer geschossen und dafür so einen
boah, wie nennt man das jetzt am besten, EMS-Bauchfett-Weggurt als Aufhänger benutzt. Ein bisschen früher, aber ich glaube zeitlich ziemlich parallel kam auch ein ähnliches Video von Marvin Wildhage, den zumindest viele in der Fitnessszene nicht kennen. Ich kenne ihn von TV Straßensound, aber wer jetzt Deutschrap nicht verfolgt, dem wird es nichts sagen. Der gute Marvin hat aber in eine ähnliche Kerbe geschlagen, ist aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat tatsächlich sein eigenes Experiment gestartet. Dafür hat er Gleitgel in einen Cremetiegel abgefüllt, um mal zu schauen, wie viele Influencer sein erfundenes Produkt Hydrohype mit unter anderem Uran, Asbest und Pipi Kaka Seed Oil trotzdem bewerben würden. Sagen wir es so, die Reaktionen diverser Influencer waren zu erwarten, glaube ich, aber befremdlich. Du hast das Ganze ja sicher nebenbei verfolgt, beziehungsweise kamst wohl fast nicht drum herum. Deshalb klär uns mal auf, was hat diese vermeintliche Aufklärung bei dir ausgelöst? Und ich sage bewusst vermeintlich. Oh, da bin ich dann noch gespannt, was du genau mit vermeintlich meinst. Ich sehe das natürlich als mehrschichtiges Problem. Also ich finde das mal cool von diesem Jungen da, den ich natürlich auch nicht kannte, dass er so eine Aktion macht. Natürlich selber so Publicity um seine Person generiert, aber sei ihm gegönnt, finde ich okay. Ich war nicht ein Millimeter erstaunt, aber nicht ein Millimeter, dass das so funktioniert, dass das so geht. Ich sehe das eben aber als mehrschichtiges Problem. Ich meine, diese Plattformen wie YouTube und Instagram, die wurden von den Leuten, die die erstellt haben, nicht designt dafür. Die dachten, wir machen jetzt eine Plattform, auf der es dann Influencer geben wird, sondern das waren andere Ideen dahinter. Das hat sich so entwickelt, weil dann das hat irgendwie, YouTube ist nicht von Google, das wurde dann von Google gekauft und Instagram war nicht von Anfang an Facebook, oder? Und das wurde dann von Facebook übernommen. Die Firmen haben gesehen, was da für ein Marketingpotenzial dahinter steckt, was man da alles machen kann. Und dann kam das Ganze mit dem Influencern, oder dass man überhaupt die Möglichkeit dazu hat. Und wie gesagt, da sehe ich ein mehrschichtiges Problem. Einerseits diese Plattform, aber ich finde, dann kann man den Firmen keinen Vorwurf machen. Andererseits die Influencer und die dritte Schicht, und dort finde ich eben, müsste man den Hebel ansetzen, das sind wir, die Konsumenten, die Zuschauer, die Benutzer von Instagram. Warum lässt man sich einfach so Influencern beeinflussen, weil irgendjemand ein Produkt in die Kamera hält? Das will ich bis heute nicht verstehen und ich appelliere da an alle, seid kritisch. Nur weil einer, wir haben ja schon in letzter Use auf ihm rumgehackt, dann kann ich weiter auf ihn rumhacken. Man kann ja Mischa nehmen, zum Beispiel. Aber das ist jetzt völlig random. Mischa hat einen austrainierten, muskulösen Körper. Jetzt, warum soll ich ein Proteinpulver in die Kamera hält? Was ist jetzt genau der Grund, warum ich dieses Proteinpulver kaufen soll? Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesem Proteinpulver und seinem Körper. Das ist so meilenweit auseinander. Selbst wenn er es konsumiert hat, was ja dann meistens nicht der Fall ist, sondern man hat die Besten sind ja die, die mit als Omnivore einen Körper aufbauen und dann den Vegan-Claim machen, oder? Das ist ja der Allerbeste. Das kam ja dann irgendwie zustande, hat ganz andere Gründe, nicht diese Produkte. Und das verstehe ich nicht, warum die Leute so gutgläubig blind sind, das Hirn nicht einschalten wollen, nicht ein bisschen mitdenken und dann diese Produkte kaufen. Da finde ich, da sind die Leute zum Teil selbst schuld. Und dass es dann Influencer gibt, die einfach irgendwie ein Attribut hat, das auf Instagram angesagt ist, zum Beispiel ein hübsches Gesicht oder einen schönen Hintern, und dann solche Produkte bewerben, die Schuld liegt beim Konsumenten. Ja, ich finde es auch so ein bisschen grotesk, dass man eigentlich ja fremden Menschen, sind fremde Menschen, die du als nicht fremd erachtest, weil du ihnen täglich irgendwie durchs Leben folgst, dass du denen mehr Vertrauen entgegenbringst als Menschen in deinem ganz nahen Umfeld. Weil da beäugt man teilweise deutlich, deutlich kritischer, obwohl man mehr Vertrauen haben könnte.
Ich sage jetzt nicht, dass man soll, weil dort gibt es auch so Lug und Betrug und die Dinge werden schöner dargestellt, als sie sind. Aber sobald irgendwie die Leute auf Instagram sind, denken sie, das, was da stattfindet, das ist so das echte Leben und so ist es halt nicht. Und so wie du sagst, ganz viele Dinge hängen eben einfach aus dem Betrachtungswinkel ab, wie man sie dann auch nehmen sollte. Wenn du jetzt sagst, ich finde Schwimmer vom Körpertyp attraktiv, ich würde auch gerne aussehen wie ein Schwimmer, dann ist immer die Frage, sieht der Schwimmer deswegen so aus, weil er schwimmt? Also soll ich jetzt anfangen zu schwimmen oder schwimmt der Schwimmer, weil er eben von Anfang an diesen Körpertyp hat? Und so ist es ja auch mit den tollsten Cremes. Die Models, die dafür Werbung machen, die sehen auch schon davor gut aus. Also die brauchen die Cremes nicht. Die werden halt benutzt, um zu zeigen, guck mal, wenn du die Creme nimmst, siehst du auch so geil aus, aber du kannst ja halt so viel Creme oder in dem Fall Gleitgel in die Fresse schmieren, wie du willst. Du wirst so nie aussehen. Warum ich vermeintlich sage, ist so ganz ehrlich, mich wundert das irgendwie, dass es andere wundert, dass sich die meisten Influencer so unmoralisch verhalten. Deshalb habe ich auch von vermeintlicher Aufklärung gesprochen, weil es für mich nichts Neues. Ich dachte eigentlich, das sei mittlerweile klar, dass ein Großteil der Protagonisten in eigentlich allen Szenen für ein bisschen Geld sofort den Arsch verkauft. Also als ob sich da jemand genau durchliest, was auf so einer Cremepackung draufsteht, wenn jemand mit ein paar tausend Euro wedelt. Und nichts anderes hat der Marvin ja gemacht. Mich überrascht da gar nichts. Eigentlich hätte ich es mir genauso erwartet. Das wird auch morgen beim nächsten Experiment wieder so passieren. Ja, im Wilden Westen hießen die Snake Oil Verkäufer, oder? Die weiß ich was, die Dauererektion versprochen haben und weiß ich was, ewige Jugend. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte immer und immer wieder. Und das wird, das heißt dann einfach ein bisschen anders. Aber es, solange die Konsumenten so, Entschuldigung, man sollte die Zuschauer nicht beleidigen, aber solange dass die Konsumenten dumm sind, solange wird das passieren. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin noch nie auf sowas reingefallen. Immer dann, wenn man irgendeinen Shortcut nimmt oder so, dann ist man anfällig, um hier reinzufallen. Ich möchte noch ein Wort zu Görki sagen. Görki hat sich ja hier als ein bisschen der Moralapostel aufgespielt. Finde ich grundsätzlich gut. Seine Reichweite nutzt, um auf sowas aufmerksam zu machen. Aber ich kann mich erinnern, dass Görki schon für Firmen arbeiten, die Beef-Protein verkauft haben. Und auch wenn man jetzt das Produktepalette von MyProtein, von seinem Sponsor, anschaut, da hat es dort auch so Abnehmprodukte, die durchaus einer kritischen Hinterfragung standhalten sollten oder eben nicht werden. Und er macht es natürlich sich einfach, dass er sagt, ja, das werbe ich einfach nicht an, sondern ich werbe nur die Produkte, die ich sinnvoll finde, an. Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde das voll legitim. Also, mach weiter so, Görki, aber so ganz rausnehmen kann man sich eben nicht. Und dann hat noch ein anderer Influencer, dessen Namen ich leider vergessen habe, hat noch diese Geschichte mit diesem Marvin genutzt, um darüber zu ein Video zu machen und das nochmals erwähnen. Und dort hatte ich so ein bisschen den Anschein, das macht man nur, dass man da noch zwei, drei Klicks abgrasen kann mit einem Video, das viral geht, sich dann als super Moralapostel hinstellt und eigentlich noch was viel Verwerflicheres macht. Ja, also vielleicht noch zwei Sachen zum Abschluss dieses Themas. Du kannst unsere Follower oder Zuschauer eigentlich gar nicht beleidigen, weil wir haben, glaube ich, so mit das aufgeklärteste Publikum in dieser Szene. Das haben wir uns ja auch selber gemacht. Ist auch so ein Ding, was einem teilweise dann zum Verhängnis wird, weil die Leute eben sehr, sehr, sehr genau hingucken an Stellen auch bei uns, wo man eventuell gar nicht so genau hingucken müsste. Aber das ist per se ja eher gut als schlecht. Und die Görki MyProtein Story, ich glaube, MyProtein ist somit der schlechteste Sponsor, den du dir aussuchen kannst, wenn du so komplett hinter einem Unternehmen stehen möchtest, weil die Produktpalette so groß ist, dass du, also keine Ahnung, gar nicht weißt, was da alles jetzt tagtäglich rauskommt und was da schon drin ist. Es macht natürlich die Auswahl für dich als Influencer so sehr leicht, um zu sagen, ich nehme nur das, was mir auch gefällt, sehr viele Einzelsubstanzen und so weiter. Aber es ist halt so sehr, sehr gesichtslos und sehr, sehr, sehr viel diversifiziert, wo man eigentlich keine Diversifikation bräuchte. Und ich glaube, da muss man sich fast damit schützen. Es gibt ja noch ähnliche solche
Riesenmassenhersteller, die, keine Ahnung, ganz, ganz viele Produkte in der Produktpalette haben. Da musst du, wenn du dorthin gehst, musst du sagen, ich nehme halt das, was ich gut finde, aber ich kann da jetzt nicht hinter allem stehen. Bei uns ist jetzt ja, mittlerweile so, da ist die Produktpalette nur so klein, da kannst du sagen, ja, alles, was da drin ist, damit gehe ich so d'accord. Ich nehme vielleicht nicht alles so in dem Umfang, aber da ist jetzt kein Quatsch dabei. Ja, ja. Nee, also hier, wie gesagt, das macht Görki schon richtig. Und du, das, es ist auch nicht seine Pflicht, hinter jedem Produkt zu stehen. Und nur, man darf auch nur Werbung für ein Unternehmen machen, wenn man hinter allen Produkten steht. Das ist auch nicht so. Es ist ja nicht so, dass da Gift verkauft wird mit diesem Abnehm-Supplement, sage ich jetzt mal. Das ist ja okay. Es liegt auch hier wieder im Konsument. Wenn es nichts, dann kauft, oder man sollte es nicht kaufen. Das ist der Punkt, oder? Wenn jetzt Görki für das Werbung machen würde, dann hätte ich da Frage, würde ich den Finger hochheben. aber so passt alles wunderbar. Ja, komischerweise verändern sich da ja auch Firmenphilosophien mit der Zeit. Also da gibt es ja auch den ein oder anderen Hersteller, der am Anfang eigentlich nur wirklich nachvollziehbare Produkte hat auf den Markt bringen wollen, was jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Fall ist. Ich will das gar nicht werten, aber es ist halt einfach so. Wer könnte das sein? Ja, also du weißt, ich muss mich da immer so ein bisschen auch da an ja, der ja, Stelle verklausuliert ausdrücken, nicht, dass ich dann nachher irgendwie Post bekomme. Aber du weißt, was ich meine. Das verändert sich, wenn Geld ins Spiel kommt und man merkt, man kann irgendwie diesen Money Train reiten, dann wird der Money Train geritten. Also Geld stinkt nicht. Was ich übrigens viel fragwürdiger finde und man vielleicht mal ein bisschen sich Gedanken dazu machen müsste, auch als Konsument, ist, warum das eine Firma wie MyProtein 40% Rabatt geben kann. Das finde ich eine spannendere Frage und vor allem so dauerhaft. Die lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ich habe wahrscheinlich schon wieder zu viel gesagt, als ich eigentlich hätte sagen sollen. Das soll eine Anregung für die Zuschauer ja, natürlich sein, was ich möchte damit noch nichts aussagen. Ja, die Anregung kommt auch nicht von mir. Wir kommen zu einer traurigen Nachricht an der Stelle, die bleiben leider eben auch nicht aus. Vergangene Woche ist Werner Kieser im Alter von 80 Jahren verstorben. Werner Kieser werden die meisten kennen, wenn man den Begriff Kieser Training in den Raum schmeißt. Ich glaube, das ist nicht nur zu Unrecht, sondern sogar sehr zu Recht der Fall, wenn man von Fitnesspionier spricht. Also ich glaube, das ist das richtige Wort, wurde auch an unserer Stelle und an vielerlei anderer Stelle so verwendet. Werner Kieser war aber tatsächlich gebürtiger Schweizer, was mir jetzt im Zuge des Artikels erst wieder bewusst wurde. Vielleicht kannst oder willst du deshalb ein paar Worte zu ihm verlieren. Ging das bei euch auch durch die Medien, wäre jetzt so meine Frage? Ja, es ging durch die Medien, aber sehr still. Oder? Also wenn jetzt Anja Zeidler hieß sie, irgendeine Schlagzeile gehabt hätte diese Woche, wäre das wahrscheinlich viraler gegangen. Ja, eine illustre Person, trat verschiedentlich auch in so Diskussionssendungen, in Schweizer Diskussionssendungen auf, war ja gelernter Schreiner, das habt ihr bei euch auch, mit Holz und so, und hat irgendwann offenbar früh in seinem Leben verletzungsbedingt geboxt und so weiter, so wie er das in eurem Artikel geschrieben hat, dann das Krafttraining, ich sage doch jetzt bewusst Krafttraining, für sich gefunden, hatte offenbar ein Treffen mit Arthur Jones. Arthur Jones, für die, die es nicht wissen, ist der Vater des hochintensiven Trainings, Gründer von Nautilus. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es eine Verbindung zwischen Hammer Strength und Nautilus? Da müsste ich jetzt ganz sicher. Da müsste ich jetzt auch lügen. Bin ich nicht ganz sicher, ob das da irgendwie ein Zusammenhang ist. Auf jeden Fall Nautilus, das ist auch von Arthur Jones. Und Kieser war so wie der kleine Bruder von Arthur Jones oder der Schweizer Bruder von Arthur Jones und hat da eben 1966, wenn ich mich nicht täusche, das erste Fitnessstudio in Zürich eröffnet, wo es eben um Gesundheit ging. Und da kam dann, das ging dann langsam an Anfang. Ich glaube, erst in den 90er Jahren hat er nach Deutschland expandiert und auch nach Österreich, aber mittlerweile so 160, 170 Studios, die dazu gehören, mit seinem Gesundheitshintergrund. Er ist sonst noch eine spannende Person, hat sich selber so als Hobbyphilosoph bezeichnet immer und so ein bisschen, er hat auch so etwas Künstlerisches an sich, also im Sinne von Kunst schaffen und nicht irgendwie
sonst was. Und hat, glaube ich, mit 60 Jahren, also vor 20 Jahren, noch ein Philosophiestudium absolviert. Okay. Hat sich da auch ein bisschen gab sich auch immer sehr philosophisch, und ich habe da stellvertretend für seine philosophische Ader habe ich mir ein Zitat von ihm herausgesucht, das ich da gerne loswerden möchte. Das war in einem Interview auf die Frage hin, ob er religiös sei, und ich möchte das einfach so zitieren und nicht werten. Meinte er, der größte Betrug an der Menschheit ist die Religion. Und jetzt kommt eben das Coole an Kieser, was er noch dazu sagt. Natürlich, wenn jetzt plötzlich Jesus Christus hier im Garten auftauchen und sagen würde, lass mich herein, dann muss ich vielleicht meine Meinung ändern, vorausgesetzt er ist es. Also das widerspiegelt, finde ich, gut seinen Charakter, dass er hatte eine klare Meinung zu gewissen Dingen, hat aber signalisiert, ich bin belehrbar und ich kann dazu lernen. Also wenn ich von einem anderen überzeugt werde, dann bin ich bereit, das auch so zu akzeptieren. Ich kann das eigentlich werten, weil es ist so ziemlich auch meine Meinung, was er da über Religion gesagt hat. Er ist eigentlich, kann man von Agnostiker reden? Ja, oder? Also es ist, glaube ich, so die richtige Ausdrucksweise für sein Glaubenskonstrukt. Auf jeden Fall war er bis zum Schluss sehr Kraftsport verliebt, würde ich fast sagen. Einen Tag vorher soll er noch trainiert haben in einem seiner Studios oder was halt eben an dann die AG oder was es dann inzwischen ist, übergegangen ist. Ich glaube, Kiesertraining wird in der Bodybuilding-Szene gerne belächelt, meiner Meinung nach aber irgendwie zu Unrecht. Für mich hat auch das seinen Platz, auch wenn ich selbst jetzt noch nie dort trainiert habe. Man muss es auch, glaube ich, im zeitlichen Kontext sehen. Also Werner Kieser hat da was in einer Zeit sozusagen filialisiert, kann man das sagen, und wachsen lassen, als eigentlich noch keiner an etwas in der Art gedacht hat. In gewisser Weise lässt sich vielleicht sogar sagen, dass er so ein früher reiner Schaller mit etwas anderer Zielgruppe war, wenn auch nicht ganz so groß wie jetzt McFit und Co. heutzutage. Ich meine, die haben sich jetzt kurz Gold's Gym einverleibt, aber eigentlich ist das schon sehr früh, sehr weit gedacht in dem Kosmos. Ja, das war von Anfang an sein Konzept auf Franchise gesetzt. Ich denke, macht man halt auch, um schnell wachsen zu können. Aber Arthur Jones, Werner Kieser, ich habe noch so eine andere Erinnerung an ihn. Er trat mal eben in einer Diskussionssendung auf und er war Bodybuilding-Fan. Mhm. Also seine Augen funkelten, als er von so muskulösen Männerkörpern sprach, und hier Hashtag No Homo, sondern das hat ihn wirklich so beeindruckt, und er hatte sogar, ich glaube, es ging sogar da leicht um leistungssteigende Substanzen, und er hatte da ein gewisses Verständnis dafür, wenn ich mich richtig entsinne, obwohl das natürlich ein bisschen konträr zum ganzen Gesundheitsaspekt ist, den er ja sehr prägte. Ihm ging es ja darum, die Leute nicht alt werden zu lassen, sondern gesund, er hat auch so einen Ausdruck geprägt, ich kann ihn nicht wiederholen, einfach, dass man sich quasi gesund trainieren soll und nicht alt werden. Das war schon sein Fokus, eben so mit Rücken, Stabilisation und so weiter. Das war Werner Kieser, ja. Ja, auf jeden Fall traurige Nachricht, aber auch die bleiben, wie gesagt, nicht aus. Schallernde und irgendwo auch revolutionäre Persönlichkeit in sehr frühen Zeiten des Kraftsports. Wir kommen zu einem Protagonisten der erweiterten Fitnessszene. Ich weiß nicht, ob das schon zu böse war, aber Hollywood Matze hat auf jeden Fall in den letzten Monaten sehr stark polarisiert und eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe. Mittlerweile über 160.000 Abonnenten auf YouTube, meistens aber nochmal deutlich mehr Aufrufe als Follower, und das hat auch das Fernsehen als Interessenten geweckt. Es geht halt bei ihm nicht mehr nur um Kraftsport, sondern ja, es ist sehr leicht konsumierbarer und sehr seichter Content, wenn man das nett ausdrücken möchte. Der Matze wird auf jeden Fall bald im TV zu sehen sein, und zwar in der Pro7-Sendung Die Alm, Promischweiß und Edelweiß. Bei Edelweiß denke ich irgendwie an was anderes, aber es ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ein Trash-Format, das eigentlich wieder nur verschiedene Akteure anderer Trash-Formate, die größtenteils keiner kennt, auf einem Haufen versammelt. Wie beäugst du das? Kann man da eine Lanze brechen für Hollywood Matze, dass er sich für eine Teilnahme an der Show entschieden hat?
Ich denke schon. Ich finde ihn erfrischend und authentisch. Natürlich, wie du gesagt hast, sein Content, das hat er irgendwann vielleicht mal, keine Ahnung, Bodybuilding-Bezug, hat es längst nicht mehr. Aber ich meine, was zeigt das uns? Oder das wird geklickt, wie wahnsinnig. Man muss sagen, er ist einfach sich selbst, oder? Er spielt sich selbst, wenn man so will. Er ist authentisch und ich bin eigentlich sehr froh, dass solche Leute, die einfach sich selber sind und nicht diese hochglanzpolierten, windschlüpfrigen Images, die da zum Teil aufgebaut werden, sondern dass er einfach mit dem, was er ist, offenbar Erfolg hat. Das finde ich super erfrischend. Ihm glaubt man auch jedes Wort, oder? Wahrscheinlich, wenn er ein Produkt in die Kamera halten würde, macht er ja auch, dann werden da wahrscheinlich auch viele Leute blind kaufen, weil man ihm einfach abkauft, dass er eine ehrliche Haut ist. Ist das richtig? Ist er ein Konrad-Wolf-Konstrukt? Ja, definitiv, kann man so sagen. Ich denke, das hat auch sehr, sehr großen Anteil am Erfolg, dass hier die Größe schlechthin in dieser Szene hinter ihm steht und das entsprechend macht. Die Videos sind auch witzig gemacht und es ist wieder mal was anderes, oder? Und viele verschiedenst haben ja das auch andere YouTuber probiert zu kopieren, in diesem Stil, mit dieser Art von Musik, da eingespielt wird und so weiter. Aber das wird nicht gehen. Ich denke, man sollte Konrad Wolf nicht kopieren wollen. Wird man keinen Erfolg haben, weil er das so auf seine Art und so weiter macht. Aber was zeigt das uns? Die Leute sind nicht am hochgelobten Content interessiert, sondern man ist mehr daran interessiert, wie es bei jemand in der Küche aussieht und wie man mit dem Hund Gassi geht und wie man 600 Eier aufs Mal kauft und weiß ich was alles, was da kommt. Also ich möchte das gar nicht belächeln, die Leute schauen es. Ich kann mir auch ein Matze-YouTube-Video anschauen und bin irgendwie, ja, ist okay. Muss jetzt nicht gerade jeden Tag sein. Was ich aber lustig fand, dann eben, dass er jetzt offenbar es geschafft hat, in diesen Trash-Sendungen, wie sie du nennst, zu kommen. Ich kenne diese Sendung nicht, ich schaue kein Fernsehen. Ich kenne diese Formate alles nicht mehr, aber ich habe mir ausmalen können, dass es sich um sowas handelt. Dann habe ich mir die anderen Teilnehmer angeguckt und ich kannte keinen Namen, aber etwas anderes fiel mir auf bei eurem Artikel. Was ist dann Darstellerin in Erwachsenenfilmen? Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man das jetzt genau beschreiben sollte. Aber ich denke, also die meisten können sich was drunter vorstellen. Ja. Okay, gut, dann habe ich das richtig interpretiert. Ja. Was soll ich sagen? Das ist so, das ging vor 20 Jahren mit Big Brother los. Das ist irgendwie so ein bisschen diese Schiene. Offenbar nutzt sich das dann halt auch schnell ab. Das könnte sein, dass dann das schnell vorbei ist. Aber ja, wenn es jetzt funktioniert, diesen Zug oder dieses Ross reiten, bis es nicht mehr geht. Ja, so sehe ich es auch. Also ich sehe Hollywood Matze auch mit seinen 46 ist er mittlerweile, glaube ich, anders als jetzt einen 23-Jährigen, weil der ist ja schon irgendwie, muss man sagen, eine irgendwo gescheiterte Persönlichkeit, die jetzt nochmal so einen Aufwind bekommt, nochmal so in den 40ern und auf einmal zu so einem Social-Media-Star wurde. Und ich glaube, der muss einfach alles mitnehmen. Und wahrscheinlich würde ich es, wenn ich an seiner Stelle wäre, genauso machen. Ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen. Ich habe die Angst, weil man sieht bei ihm, er ist wirklich so eine ehrliche Seele. Ich habe bei ihm die Angst, dass sie das so ein bisschen ausnutzen und er das selbst dann eventuell gar nicht so merkt. Aber dafür hat er hoffentlich ein gutes Management, das du auch schon angesprochen hast. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu trashig wird und man dann nicht durchgereicht wird vom einen ins andere Format. Ich kenne dieses Format auch nicht. Es gibt da ganz andere Formate auch noch, die ähnlich sind, aber wahrscheinlich so das gleiche aussagen sollen, wenn ich mir die Teilnehmerliste angucke. Von denen kenne ich auch die meisten nicht. Ich glaube, da ist irgendwie eine Ex-Turnerin dabei oder so. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich müsste mir jetzt angucken, aber man kennt da als Deutscher zumindest, wenn man so ein bisschen mal im Fernsehen unterwegs war, den einen oder anderen, aber es ist halt voll Trash und
man muss halt aufpassen, dass man dann irgendwie diesen Hang zum Seriösen nicht verliert, weil eventuell musst du wieder dahin zurück oder solltest dahin zurück, weil bei Matze sehen halt die Leute, glaube ich, gerne, was er so im Alltag macht. Und da, es ist schon ein bisschen weg von seriös, wenn man 10 Kilo Käse kauft oder irgend sowas. Ist jetzt, man kann das cool finden, man muss das nicht cool finden. Ich bin da keiner, der richtet, wer was anguckt. Aber ich glaube, man kann mit diesem authentischen Hollywood-Matze, der einfach durch sein Leben führt, schon sehr, sehr viele Leute auch anziehen und begeistern. Also das denke ich. Die Leute wollen ganz oft einfach bloß hinter die Fassade gucken und Dinge machen oder Dinge schauen, die auch solche Protagonisten im öffentlichen Leben einfach tagtäglich machen. Obwohl man sie eigentlich irgendwie selber macht, aber man möchte das bei anderen angucken. Das ist dieses Big Brother-Phänomen, was du schon angesprochen hast. Ja, ich denke, der Durchschnitt oder der überwiegende Durchschnitt oder die überwiegende Mehrheit der Zuschauer ist wahrscheinlich von ihrem Leben näher bei Hollywood-Matze als bei jemandem wie, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Karl S. oder so. Also die leben wahrscheinlich eher ein solches Leben als ein anderes. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Gefühl, das ist einer von uns, so aufkommt. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch er hat Struggle oder er hat, du hast gesagt, gescheiterte Persönlichkeit. Er hatte sicher sehr ein abwechslungsreiches Leben mit viel Hürden. Und das hat er eigentlich alles selber gemeistert. Oder der ist jetzt nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, hat das alles gemeistert. Und er ist bis jetzt immer noch so, habe ich das Gefühl, bescheiden und so geblieben, wie er ist, oder? Da gab es mal ein neues Auto, also ein neues, altes Auto. Und auch so, und er wohnt jetzt nicht in einer Villa irgendwo, wo er sein eigenes Jagdrevier dahinter hat, wie andere und so weiter, sondern er ist da komplett irgendwie noch der gleiche geblieben. Und ich habe bei ihm den Eindruck, dass die Gefahr, dass er hier abdriftet, die ist wahrscheinlich vorhanden, weil Geld korrumpiert immer irgendwann. Aber ich glaube, die Gefahr bei ihm ist kleiner als bei anderen Personen, weil er doch irgendwo wahrscheinlich eine gewisse gefestigte Persönlichkeit hat und nicht mehr jeden Scheiß machen muss. Ich meine, das, was er tagtäglich macht, was vielleicht andere als Scheiß bezeichnen, das ist sein Leben. Ja, man sieht ja, dass er damit rechnet, dass es auch früher oder später wieder vorbei sein kann. Aus dem Grund ist er jetzt auch nicht irgendwie umgezogen und lebt über seinen Verhältnissen, sondern hat halt einfach seine kleine, was auch immer, 35 Quadratmeter Wohnung renoviert und es sich dort schöner gemacht. Ja, in der Annahme, dass es früher oder später eventuell wieder dahin zurückgehen würde. Und jetzt macht er halt das Beste draus. Ich finde halt einfach, dadurch, dass man merkt, er ist sehr echt und authentisch, besteht die Gefahr, dass man ihn ausnutzt für solche Sachen und da muss man halt aufpassen, aber ansonsten, ich würde wahrscheinlich in dem Alter, nach dem Leben, das er geführt hat, was ja schon so sehr steinig war, würde ich wahrscheinlich dasselbe machen. Voll, ja klar. Und aktuell ist irgendwie Steve Bentin ist ja eigentlich sein Entdecker, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, aktuell haben die sich da nicht mehr gerne, dort scheint ja auch irgendwo ein bisschen was zu klären sein im Moment. Funkstille, glaube ich, trifft es ganz gut aktuell. Aber ich bin da auch nicht drin. Also nicht der Richter des Beefs in Deutschland. Zum Abschluss heute widmen wir uns einem Thema, das wirklich viele Menschen zu interessieren scheint. Das erkennt man an Kommentaren, an Nachrichten und natürlich auch an zahlreichen DMs, die täglich bei uns so reinkommen. Es geht um die Fusion zweier Big Player im deutschen Supplement Game, nämlich ESN und More Nutrition. Die besagte Fusion ist mittlerweile offensichtlich auch so offiziell, dass man sie über gängige Register einsehen kann. Demnach erzähle ich hier keine Geheimnisse, warum man das nicht so transparent kommuniziert hat, wie es beispielsweise bei der ESN-Vaju-Fusion der Fall war, kann ich euch auch nicht sagen. Aber Fakt ist, hier haben sich zwei absolute Top-Performer der deutschen Supplement-Szene zusammengeschlossen, um Kräfte zu bündeln und noch stärker zu performen. Die besagten Fragen zu diesem Thema bekomme aber nicht nur ich, die bekommst, glaube ich, auch du. Deshalb Frage an dich, was sagst du zur Fusion zwischen ESN und More? Ich hoffe, Fusion ist jetzt das richtige Wort. Und was glaubst du, ist der Grund, warum das nur so unterschwellig kommuniziert wurde? Es fehlen hier ganz klar Puzzlestücke. Ich habe das auch mitbekommen. Ich habe
seit Februar das so mehr oder weniger mitbekommen, dass sich irgendwas am Tun ist auf Seite More Nutrition, weil zum Beispiel als Reseller von More-Produkten ist es im Moment schwierig oder unmöglich, More-Produkte einzukaufen. Selbst als Konsument war es eine Zeit lang nicht möglich. Das ging irgendwie so im Februar los und hat sich so, ich denke, bis etwa April hingezogen, dass man auf der More-Seite keine More-Produkte mehr kaufen konnte, weil offenbar da irgendwie die Produktion nicht nachkam oder weil es Änderungen in der Produktion wahrscheinlich gab. Und als B2B-Händler, also als More-Reseller, ist es meinem Kenntnisstand nach selbst heute nicht möglich, die More-Produkte nachzukaufen und wieder zu verkaufen. Also da war schon seit Februar, merkte man, dass sich da irgendwie was bewegt. Ich hatte dann schnell den Verdacht, dass das eben mit geänderter Produktion zu tun hat. Dann kamen dann die Gerüchte, dass More und ESN zusammenarbeiten, was insofern plausibel dann war für die ganzen Verzögerungen. Ich verstehe nicht ganz, warum, dass man so ein Geheimnis daraus macht. Da eben, da fehlt eine Information. Und ich kann im Moment auch nicht den Grund von, ich sage jetzt mal stellvertretend für More Nutrition, von Christian Wolf abschätzen, warum er seine Firma mehr oder weniger aufgibt und in das Unternehmen oder mit dem Unternehmen ESN zusammenführt. Ich nehme an, er wird, oder hoffe ich zumindest für ihn, wenn er das macht, wird mit entsprechenden Anteilen an ESN versehen, wenn er da seine Firma da quasi hineingibt und zusammenschmelzen lässt. Da müsste man eben ganz genau wissen, was das genaue Firmenkonstrukt ist. Aber, und da hoffe ich natürlich für Christian, dass da entsprechend Geld fließt. Wird er wahrscheinlich so und so gemacht haben. Er ist ja ein cleveres Köpfchen und hat durchaus mal für einmal, und das meine ich für einmal ernst, unternehmerisches Talent, Wissen, was auch immer, wahrscheinlich bewiesen. Nicht, ich muss immer so schmunzeln, wenn da die Unternehmer, die auf Instagram irgendwelche Produkte verkaufen oder auf YouTube und sich da die ganze Bananencrew da und dann da irgend sich Unternehmer nannten, oder das waren Verkäufer oder sind heute noch Verkäufer. Nee, aber hier reden wir wirklich von Unternehmertum, oder hier werden irgendwelche Firmenkonstrukte miteinander verschmolzen. Da wird wahrscheinlich anständig Geld fließen, und sonst fände ich, hätte ich es jetzt an Christian Wolfs Stelle schade gefunden, wenn er sein Baby da aufgibt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er da fürstlich entlöhnt wird dafür. Ich bin auch da immer etwas verwundert, weil man, glaube ich, wenn man genau hinschaut, echt viel zwischen den Zeilen lesen kann. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch, weil die meisten eben dann doch nicht so in der ganzen Szene drin sind und sich auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, wie jetzt ich und auch du teilweise. Es gibt ja jetzt aber schon Influencer, die gleichermaßen More und ESN bewerben. Dann sind irgendwie die Rabattcodes in allen Shops einlösbar und so weiter und so fort. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es so mehr oder weniger klar ist alles. Aber ja, wurde sicherlich auch absichtlich etwas verklausuliert nach außen getragen. Also wenn man jetzt mal im Vergleich diese ESN und Vayu-Fusion nimmt, die wurde, glaube ich, sogar per Instagram-Beitrag verkündet, und mittlerweile heißt das Ganze auch Vayu by ESN oder so. Und bei ESN und More ist es zumindest offensichtlich nicht so gewollt, dass jeder das auf Anhieb sieht. Man sieht es, wie gesagt, an verschiedenen Registern, aber irgendwas scheint dahinter zu stecken, was zumindest sich mir nicht erschließt. Eben, es fehlen uns noch Informationen, dass es so ist. Eben, da hast du die Fakten dazu aufgezählt. Das kann man nachschauen, dass es so ist. Diese Vayu-Geschichte, ich sage jetzt das mal ein bisschen böse, nehmt mir das Wort jetzt nicht so eins zu eins, wie ich sage, aber diese drei Kunden, die Vayu hatte, da musst du auch auf ganz anders damit umgehen, gehe ich davon aus, oder? Also More hat da schon eine ganz andere Strahlkraft und hat wahrscheinlich auch ein leicht anderes Klientel, könnte ich mir vorstellen. Und das meine ich jetzt auch nicht böse, sondern das ist einfach für meine Schubladisierung jetzt, das ist so mehr der Fitness-Hipster, der nicht gelernt hat, richtig zu essen, oder? Der kauft dann die More-Produkte. Und ESN hat wahrscheinlich schon eher
noch die Sportler eben so, auch mit den Botschaften, die sie haben, mit dem, wie heißt er, mit Roman Fritz zum Beispiel, oder? Das ist schon, Roman Fritz hat sicher ganz andere Follower und eben bringt so ein anderes Klientel mit, als eine Lea Leute mitbringt. Das sind ganz andere, das ist ein ganz anderes Käuferstruktur. Vielleicht hat es mit dem was zu tun, dass man hier ein bisschen vorsichtig ist, mühsam aufgebautes Image nicht zu zerstören, weil das sind nicht jetzt die identischen Firmen, MOL und ESN, oder? Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Da muss man wahrscheinlich schon vorsichtig sein, wie man das zusammenführt, um nicht potenzielle Kundschaft wieder zu verlieren oder vorhandene Kundschaft zu verlieren und potenzielle Kundschaft abzuschrecken. Da muss man wahrscheinlich schon vorsichtig umgehen damit. Ich hätte mir, also ich gehe davon aus, das sind ja eben, das sind schlaue Köpfe hinter diesen Firmen, dass sie das auch sich im Vornherein überlegt haben und entsprechende Vorkehrungen getroffen haben. Aber eben so die öffentliche Information, so, die fehlt noch ein bisschen, was das Ganze ein bisschen nebulös macht. Und da gibt es dann halt immer Fragezeichen. Was sind die Gründe, um das so unter dem Deckel zu halten? Ja, also hast du auf jeden Fall recht. Vayu lässt sich aufgrund der Größe und auch aufgrund des Klientels leichter in ESN integrieren, als es jetzt bei MOR der Fall wäre. Ihr habt jetzt auf jeden Fall unsere Meinung zu der ganzen Thematik, aber ich will euch in diesem Fall noch eine weitere Perspektive liefern. Das kommt jetzt für euch überraschend, aber wir schalten jetzt kurz zu Marcel nach Dubai und lassen ihn mal bezüglich der Fusion zwischen ESN und MOR zu Wort kommen. Uns haben in den letzten Wochen immer wieder Follower-Fragen erreicht, die gefragt haben, ey, was ist eigentlich da los? Irgendwie sehe ich auf einmal More Nutrition-Athleten, die für ESN-Produkte Werbung machen und umgekehrt. Wie kann das denn sein? Haben die sich zusammengetan? Und anders als bei Vayu Red, bei dieser Fusion von ESN und Vayu Red, wurde das bei More Nutrition und ESN bisher noch nicht so richtig kommuniziert. Es gibt jetzt aber gewisse Register, die euch das auch zeigen, dass diese beiden Firmen, Marken nun fusioniert sind. Ich kann jetzt euch nicht so viel dazu sagen zu den Hintergründen, aber einfach eine persönliche Einschätzung geben. ESN ist schon jahrelang die klare Nummer 1 in Deutschland, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Foodspring ist da zwar auch auf einem sehr, sehr guten Weg, ESN abzulösen. Vielleicht haben sie sogar schon vom Umsatz, aber Foodspring macht halt seinen Umsatz nicht nur in der Dachregion, sondern europaweit. ESN macht weltweit seinen Umsatz, aber gerade in der Dachregion sind sie einfach brutal stark. In den letzten Jahren gab es nicht viele Player, außer irgendwelche 0815 Amazon-Brands, die halt nur auf Amazon funktionieren und meistens auch nur über extrem niedrige Preise, die wirklich große Nummern geworden sind. Aber More Nutrition ist einer dieser Nummern. Und vor allem ist es bei More Nutrition so, dass More Nutrition eben von vielen Leuten gekauft wird, die bisher keine Supplements gekauft haben. Das sind relativ viele Frauen. Und diese Zielgruppe, die hat ESN meiner Auffassung nach bisher nicht wirklich bedient. ESN ist eben eine Marke, die nicht so stark positioniert ist und More Nutrition ist eine Marke, die sich schon sehr, sehr stark im weiblichen Sektor angesiedelt hat. Durch diese Fusion ist jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Player entstanden, was Supplements angeht. Ich bin auch mal gespannt, wie die beiden Marken da weitermachen, ob die sich jetzt irgendwie vom Branding annähern ob beide ihre Linie da straight weiterverfolgen. Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir das Packaging angucke, beispielsweise bei ESN, dass das jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Mainstream geht und ESN sich vielleicht jetzt auch sagt, ey, wir haben jetzt so in diesem Bodybuilding-Fitness-Segment jetzt so viel erreicht und wachsen vielleicht auch gar nicht mehr so stark, wie wir könnten, wenn wir uns einfach so ein bisschen mehr dem Mainstream und vielleicht auch dem weiblichen Publikum annähern. Das ist meine Einschätzung dazu. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare eure geben. Ja, an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für deinen Input, Marcel. Das war in der Tat das letzte Thema für heute und dementsprechend macht der kleine Exkurs nach Dubai den Abschluss. Denkt dran, Supplements von Garnicus Original gibt's ab sofort nur noch über garnicus.de/shop. Eigentlich könnt ihr aber nichts falsch machen, denn selbst wenn ihr in den alten Shop navigiert, werdet ihr
in den neuen umgeleitet. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.